Am Standort werden wir zukünftig Sauerstoff, Stickstoff und CO2-freie Druckluft für die Fertigung von Batteriematerialien herstellen und liefern. Das ist eine große Investition in die Zukunft für Air Liquide. Wir schlagen hier am Standort gemeinsam mit der BASF ein neues Kapitel unserer Zusammenarbeit auf. Hier am Standort werden wir zukünftig Sauerstoff, Stickstoff und CO2-freie Druckluft für die Fertigung von Batteriematerialien herstellen und liefern. Das heißt für die Mobilität von heute und morgen. Das heißt, war die Standortentscheidung bzw. auch die Entscheidung der Kartonmaterialfabrik entscheidend für diese Investition oder haben Sie gesagt, nee, wir brauchen sowieso mal so eine Anlage? Die Investition der BASF hier in die Produktion der Kartonmaterialien war ausschlaggebend für die Investition hier am Standort. Gleichzeitig liefern wir Flüssiggas per Tank-Lkw von hier aus aber in die Region an Kunden in der metallfarbenen Industrie, in der Halbleiterindustrie, in der Nahrungsmittelindustrie rund um Schwarzheide in Brandenburg, Sachsen und darüber hinaus. Insbesondere auch für Dresden. Hier wird ja derzeit intensiv investiert. Die Anlage hier ist eine gute Nachricht für unsere Kunden auch dort, denn was wir hier produzieren, trägt zur Versorgungssicherheit in der Region bei und damit auch für die Kunden in der Region. Wenn wir es ganz kurz einfach erklären, wie funktioniert denn tatsächlich so eine Anlage dann? Ja, im Prinzip wird hier Luft angesaugt, die Luft wird dann gereinigt, verdichtet und gekühlt, denn bei ca. minus 180 bis minus 190 Grad wird die Luft flüssig und dann lässt sie sich einfacher in ihre Bestandteile zerlegen, sprich Sauerstoff, Stickstoff und so weiter. Haben Sie ähnliche Anlagen auch in Deutschland noch stehen? Genau, wir betreiben in Deutschland 22 Anlagen ähnlicher Baugröße an 15 Standorten. Insgesamt haben wir ca. 100 Luftzerlegungsanlagen allein in Deutschland. Es sieht von außen so aus, als könnte die Anlage vollautomatisiert alleine laufen, aber hängen denn daran auch Arbeitsplätze? Daran hängen auch Arbeitsplätze, daran hängen auch neue Arbeitsplätze, auch wenn die Chemieindustrie, das wissen wir alle, hochautomatisiert, hochdigitalisiert ist. Wir sprechen hier über ca. 4 neue Arbeitsplätze, die zusätzlich zu den bestehenden Arbeitsplätzen geschaffen wurden.